So, frohe Weihnachten euch allen da draußen und passend zum Weihnachtsfest gibt es von mir dann auch ein kleines Weihnachtsgeschenkstutorial, wie auch immer man das nennen mag. Diesmal auf Wunsch des Users Köln Videos, für den ich ja schon mal so ein kleines Wunschvideo gebaut habe. Und heute geht es darum, um eine Dropdown-Navigation in HTML, angelehnt an die Navigation von der Seite Germanwings.com. Wir gucken uns die mal eben hier an. So sieht sie aus und ich habe dann eine eigene kleine Navigation zusammengebaut, die sich im Großen und Ganzen an den Stil der Navigation hält. Ihr seht das hier. Was jetzt hier bei mir noch nicht funktioniert, weil ich die Current und Active Stati nicht abgefragt habe, die sind jetzt hier noch nicht mit drin. Die könnt ihr aber hinterher dann selber einbauen. Ihr seht, also bei mir geht es dann hier immer aus, wenn man drüber fährt. Das ist natürlich aber möglich, wenn man das Ganze in ein CMS einbaut oder eine richtige Seitenstruktur hat. Bei mir gibt es natürlich im Moment jetzt nur diese eine Seite und deshalb funktioniert das mit dem Active-Status. Also dass hier oben dieser Button grün bleibt, funktioniert in dem Fall noch nicht. Ansonsten habe ich mich im Großen und Ganzen dran gehalten. Ich habe also die Farben so grob rausgetippert. Hier das Gelb mag etwas anderes sein und auch die Borders hier unten sind etwas anders. Aber es geht ja hier erstmal grundsätzlich nur um die Funktion. Ich habe dafür schon mal soweit alles vorbereitet. Ich lösche mal eben die CSS-Datei komplett. Und dann gucken wir uns den Krams nochmal an. Es sieht dann im Nachhinein oder im Nachgang dann im Endeffekt so aus. Wir haben also quasi hier eine ungeordnete Liste mit Hauptmenüpunkten, Untermenüpunkten und hier haben wir noch einen ganz normalen Quelltext. Das möchte ich mit euch jetzt gemeinsam aufbauen. Wir gucken uns dazu einmal noch auch den Quelltext der Seite an. Wir haben also hier einmal einen umschließenden Container, in dem alles darin ist. Dann haben wir einmal eine NAV-ID, also HTML5 in diesem Fall, die NAV-ID mit dem Namen Navigation, darin die ungeordnete Liste. Und dann haben wir hier noch die Div-ID-Content. Wundert euch nicht, ich habe hier einfach ein altes Dokument benutzt. Ich habe jetzt hier keinen HTML5-Header. Den bastel ich da mal eben rein. Weil der ist ja deutlich einfacher als dieser Header hier. Das heißt, ich gucke hier den Käse mal eben raus. Also nur noch hier den Doctype HTML. Und damit haben wir den Käse schon gemacht. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, unseren ganz normalen HTML5-Header. Und das sieht dementsprechend also weiterhin erstmal so aus. Jetzt gehen wir da langsam dran. Also wie gesagt, wir haben hier eben wie gesagt die Navigations-ID Navigation, dann hier unten nochmal eine Div-ID mit dem Namen Content, wo sich unser Inhalt drin befindet. Und jetzt beginnen wir so langsam mit dem Styling. Für euch direkt dazu gesagt, ich werde es weiterhin so halten, dass ich die Sachen jetzt nicht alle nochmal extra schreibe, weil es einerseits zu lange dauert und andererseits mein Mikrofon auf dem Tisch steht und deshalb die Tippgeräusche dann immer extrem laut sind. Das heißt also, ich habe es mir vorbereitet und werde anhand dieser Vorbereitung dann alles erklären. Wir gehen also erstmal hin und nehmen den sogenannten Universalselektor. Der bezieht sich eben auf alle Elemente. Da setzen wir ein Margin und ein Padding von 0 Pixel. Das bedeutet, der wird angewendet auf alle Divs, auf alle ungeordneten Listen, auf alles, was sich auf dieser Seite befindet, also quasi eben auf alle Elemente universell und setzt bei allen diesen Margin und Padding auf 0 Pixel. Wenn wir uns das Ganze eben einmal angucken, ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon irgendein Effekt ist. Ah, ihr seht schon, alles klar. Seht ihr, der setzt sie jetzt alle auf 0 und klatscht die direkt an den Rand. Das ist also der erste Schritt, den wir gemacht haben. Jetzt gehen wir als nächstes und setzen für HTML und Body. Das könnten wir uns jetzt eigentlich sparen. Ich habe es aber aus dem anderen Dokument noch mit drin, auch Margin und Padding. Das können wir hier rausnehmen, weil wir den in Universalselektor schon gesetzt haben. Ich gehe aber hier hin und definiere einmal die Schriftfamilie Verdana. Gucken wir uns eben auch wieder an. So, damit haben wir eben die grundlegenden Sachen soweit getan. Jetzt gehen wir als nächstes hin und positionieren einmal den Container. Ich habe jetzt in meinem Fall dafür gesorgt, dass diese Div-ID Container, also diese umschließende hier, die von hier bis nach hier unten geht, die soll zentriert werden auf der Seite, genau in der Mitte und so weiter und so fort. Das habe ich dann mit absoluten Werten gemacht. Das ist jetzt wirklich nur Spielerei. Ich gehe aber da, glaube ich, mal hin und setze das mal eben auf Margin Auto, dann haben wir es da etwas einfacher, euch das zu erklären, weil ich will jetzt nicht erklären, wie ich das Ganze zentriert habe. So, das heißt, hier tut es ein ganz normales Margin 0 Auto, um den Container mittig zu zentrieren. Der soll eben 750 Pixel breit sein, 450 Pixel hoch und der kriegt die Hintergrundfarbe, ich glaube, grau ist das. Gucken wir uns das Ganze mal eben an. Wir haben also hier jetzt unseren umschließenden Container, der 750 Pixel breit ist, eben nur 450 Pixel hoch und darin sind nun unsere ganzen Inhalte, die natürlich immer noch reichlich
dürftig aussehen. Wir gehen nun ein Schrittchen weiter und gucken uns den nächsten Bereich an. Und wir gehen jetzt erstmal hin und sorgen dafür, dass die Listenpunkte für alle ULs und LIs dann erstmal weg sind. Das heißt also, wir gehen jetzt hier hin. Ich setze euch da auch einen Kommentar rein. Ihr bekommt von mir diese Datei natürlich auch wieder zum Download, dass ihr damit weiterarbeiten könnt. Das heißt hier eben der Kommentar. Und wir machen mit diesem nächsten Absatz, sorgen wir dafür, dass für alle ULs definiert wird, dass die Margin und Padding von 0 haben. Das können wir uns aber sparen, weil wir es eben hier im Universalselektor schon drin haben. Und wir setzen jetzt hier noch den List Style Type None. Das heißt also, wie gesagt, auf alle Bereiche wird jetzt hier angewendet, auf alle ungeordneten Listen, dass diese Listenpunkte verschwinden. Ihr habt es gesehen, da sind sie erstmal alles weg. Alle weg. Damit haben wir die grundlegenden Sachen gemacht. Wir haben also die Grundformatierung für unser Dokument festgelegt. Nun geht es ans Eingemachte und wir setzen uns erstmal mit der Navigation soweit auseinander. Ich kopiere mir das auch wieder hier rein. Nehme mal diese raus. Das heißt, wir haben jetzt hier die ID-Navigation. Das entspricht also dem Container, in dem sich unsere Navigation befindet. Also ein umschließender Container mit dem Tag Nav, also das ist ja das neue HTML5-Tag, in das man Navigation packen kann. Dem habe ich den Namen Navigation gegeben und das Ganze jetzt etwas angepasst. Das heißt, ich habe ihn erstmal links floaten lassen. Das heißt also, dass er dann sich im Dokumentenfluss dann links anordnet. Hätte ich mir hierbei aber auch sparen können, weil ich dem sowieso die Breite 100 Pixel, 100% gegeben habe. Das heißt also, der liegt sowieso am oberen Ende. Ich schreibe es aber standardmäßig da eigentlich immer mit rein. Wir geben ihm eine Breite von 100% und in diesem Fall eine Höhe von 55 Pixeln. Und ich habe nun dafür gesorgt, er hat ja jetzt hier diese Hintergrundfarbe, die habe ich mir dann mit Photoshop eben so weit rausgesucht und habe den Krams dann einfach mit der Pipette abgetippert und habe das Ganze dann in den CSS3 Gradient Generator reingepackt. Also ihr findet das unter colorzilla.com/gradient-editor und ihr könnt euch hier dann eure eigenen CSS3 Gradients machen. Kopiert dann hier einmal, drückt einmal auf Copy, bekommt dann diesen Quelltext hier angezeigt, also diesen Stylesheet und könnt den dann wieder benutzen. In diesem Fall ist dann das hier der ganze Bereich. Das heißt also, der ist für die Hintergrundfarbe und ich habe diesen Bereich dann quasi gefärbt, also diesen Container der Navigation. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, seht ihr das schon direkt, was passiert ist. Da oben ist jetzt der Bereich der Navigation gefärbt. Die ganzen Links hier sind alle noch nicht angepasst, also sieht immer noch etwas dürftig aus, aber das ist nun der nächste Schritt. Wir haben aber zumindest schon mal unseren Farbverlauf oben mit eingebaut. Als nächstes wollen wir dann damit beginnen, dass wir die einzelnen Listenpunkte ausrichten. Das heißt, sie sollen jetzt alle links ausgerichtet sein. Das machen wir zuerst einmal. Und dann setzen wir dazu noch einen Kommentar rein, nämlich den erste Ebene links beschreiben. Das heißt also, wir gehen jetzt hin, wir haben den Container Navigation, darin befindet sich eine ungeordnete Liste und die darin befindlichen Listenpunkte wollen wir nun alle nicht mehr untereinander stehen haben, sondern die sollen alle nebeneinander stehen und wenden dafür dann Float Left an. So, das wirkt sich jetzt erstmal generell auf alle Listenpunkte aus, also auch auf die Untermenüpunkte. Da gehe ich aber gleich nochmal gezielt drauf ein. Die werden wir dann gleich nochmal ganz gesondert alle ausbauen. So, wir gehen jetzt hin. Wir haben also jetzt das Ganze erstmal soweit nebeneinander angeordnet. Sieht wie gesagt immer noch reichlich beschissen aus. Und jetzt gehen wir da hin und wollen einmal erstmal die ersten Links, also die erste Ebene dann weiterhin beschreiben. Das heißt also hier in diesem Fall dann immer Menü 1, Menü 2. Ihr seht das hier noch nicht so richtig, weil das so eine blöde Farbgebung hat. Die Untermenüpunkte interessieren uns hierbei jetzt erstmal noch nicht. Das heißt also, wir gehen hin, wir haben den Container Navigation, daran die ungeordnete Liste mit den Listenpunkten und die Listenpunkte sind natürlich alle mit Links belegt. Wir geben diesen Links die Schriftfarbe weiß. Nun sorgen wir dafür, dass die 148 Pixel breit sind. Das setzt sich daraus zusammen. Wir haben fünf Menüpunkte in einem Menü, das 750 Pixel breit ist. 750 durch 5 entspricht 150 Pixeln. Weil wir jetzt aber links und rechts noch eine Border geben wollen. Ihr seht das schon hier, wenn wir uns das German Wings Menü nochmal anschauen, gibt es hier diese kleinen Trennschatten, diese kleinen Effekte da. Die sind jeweils ein Pixel breit. Das heißt also, wir müssen auf die Gesamtlänge einmal links und einmal rechts eine Border drauf rechnen. Das heißt, insgesamt 2 Pixel plus die 148 kommen wir auf 150 Pixel.
Ne, wie ich gerade gesagt habe, eben 750 durch 5 haben wir dann 150. Wir setzen dann einmal die Schriftgröße von 16 Pixeln. Dann geben wir dem Ganzen eine Lineheight von 55 Pixeln, weil unsere Navigation, der Container ist 55 Pixel hoch und wir wollen dafür sorgen, dass die Schrift sich in unserem Container eben auch mittig zentriert. Und deswegen geben wir dafür dann die Lineheight von 55 Pixeln. Wir wollen dafür sorgen, dass die Links eben nicht mehr unterstrichen werden. Text Decoration None. Die sollen zentriert werden in unserem Menüpunkt und der Menüpunkt soll als Block dann angezeigt werden. Wir machen das mal eben und schauen, was passiert. Und sehen jetzt schon, dass zumindest schon mal ein Menüpunkt hier richtig drin ist. Es gibt immer noch das Problem, dass die Untermenüpunkte alle damit drunter hängen. Da kommen wir gleich zu. Ihr seht schon hier diese Schatten, wie die, ach, diese Borders, wie die alle angebaut werden. Wie gesagt, wir bauen jetzt der Reihe nach alles auf, deswegen mag es jetzt erstmal noch etwas komisch aussehen. Nun gehen wir dann hin und machen noch einmal den Hover-Status. Der gehört ja auch noch in die erste Ebene. Das heißt, wenn wir darüber hovern, dann soll sich im Endeffekt eigentlich nur die Farbe ändern. Das heißt also, hier soll es dann dieser grüne Farbverlauf werden. Das ist dann auch wieder mit dem ColorZilla Gradient Editor gemacht. Ich kann das hier abspeichern. Ihr seht es dann schon einmal und könnt euch das dann angucken. Wenn wir jetzt drüber fahren, seht ihr, hier unten sind die dann auch, die restlichen Menüpunkte. Damit haben wir das jetzt gemacht. Und wir haben damit im Großen und Ganzen schon einmal die Hauptebene dann soweit zusammengebastelt. Nun wollen wir dafür sorgen, dass erstmal die Unterebenen, also das ist ja dann eine UL und darin befindet sich ja wieder eine ungeordnete Liste, dass die dann erstmal also weggeschoben wird. Ich zeige euch das, wie das aussieht. Wir haben also hier, wie gesagt, eine ungeordnete Liste, eine komplette. Darin ist unsere ganze Navigation. So, und in dem ersten Listenpunkt, dieser hier, befindet sich wieder eine ungeordnete Liste mit zwei Menüpunkten. Das heißt also, die Submenüs, die Untermenüs, werden in den jeweiligen Listenpunkt eingebaut. Also wir haben einmal, wie gesagt, die große ungeordnete Liste mit allen Menülinks und in einem einzelnen Listenpunkt, also in diesem LI hier, befindet sich ein weiteres UL mit weiteren zwei Untermenüpunkten. So, und damit diese Untermenüs jetzt nicht mehr angezeigt werden, gehen wir eben hin, fügen das mal kurz ein. Und beschreiben die zweite Ebene. So, und da gehen wir jetzt hin. Wir haben also die Navigation, den Container mit der ID-Navigation, darin ein UL und die weiteren ULs, also die nächste ungeordnete Liste, die dann kommt, die zweite, die bekommt Position Absolute und Left 9999 Pixel nach minus verschoben. Also die wird quasi um 10.000 Pixel nach links aus dem Bildschirm rausgeschoben. Ihr seht jetzt, was passiert. Die Untermenüpunkte sind alle weg. Damit haben wir das erstmal erreicht. Jetzt sieht die Navigation schon mal annehmbar aus. Wir können drüber hovern. Das sieht alles toll aus. Nun müssen wir aber dafür sorgen, dass wenn man über einen dieser Menüpunkte drüber fährt, die unteren Menüpunkte auch wieder eingeblendet werden. So, und das machen wir hier rüber. Ich baue das auch eben wieder ein. Mit einem Kommentar. Das heißt also, wenn wir über einen Listenpunkt hovern, also UL, LI und wir hovern den Listenpunkt quasi, ich zeige euch das wieder hier, wir hovern also immer einen der Listenpunkte aus der ersten Ebene, dann wollen wir ein UL damit beschreiben. Das heißt so, das wird in diesem Fall so gemacht, Navigation UL LI Hover und wenn wir dieses LI hovern, dann soll sich auf das nachfolgende UL diese Anweisung hier beziehen. In diesem Fall setzen wir damit Left Auto, das heißt also, das wird wieder ins Bild reingerückt. Wir geben dem Ganzen eine Border von 5 Pixeln, eine Breite und wir setzen das Ganze noch ein bisschen nach oben. Ich zeige euch das, wie das aussieht. Zack. Es sieht noch etwas komisch aus, aber wir haben also hier der kompletten UL-Liste mit diesen Untermenüpunkten eine grüne Border gegeben von 5 Pixeln Breite. Ich habe dann die Breite auf 290 Pixel gesetzt, weil zwei von diesen Buttons zusammengenommen ergibt 300. Das heißt also, wir hätten 150 plus 150 gleich 300. Wir haben eine Border von 5 Pixeln, die müssen wir links und rechts wieder abziehen, also 10 Pixel abziehen, wären wir bei einer Breite von 290. Also so, dass sich diese Untermenüs immer quasi über zwei Menüpunkte aufstretchen.
Und ich habe mir das hier nochmal angeguckt. Hier ist das auch so. Hier ist es ein bisschen breiter und geht über den Menüpunkt hinaus. Das soll uns jetzt nicht interessieren. Aber hier ist die Unternavigation auch noch ein Stück nach oben gezogen. Ihr seht schon, die ragt in die andere Navigation rein. Das habe ich bei mir auch gemacht. Das heißt, ich habe die einfach mit Margin Top minus 5 Pixel einfach noch ein Stückchen nach oben gezogen. Das ist es schon. Damit ist jetzt quasi die zweite Ebene eingeblendet. Wir haben jetzt also hier quasi schon grundlegend unsere Navigation fertig gemacht. Ihr seht jetzt aber schon, dieses Hovern hier bezieht sich auf alle Links. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen basteln und gehen jetzt einmal hin und beschreiben erstmal die nachfolgenden Links. Nämlich den Container Navigation, die darin befindliche ungeordnete Liste, den Listenpunkt und dann den nächsten Listenpunkt der zweiten Ebene und die darin befindlichen Links. Wir geben denen also eine Schriftfarbe, eine Hintergrundfarbe weiß. Wir sagen, die sollen Display-Block bekommen. Die sollen 290 Pixel breit sein, damit wir da auch keine Lücke mehr haben. Die sollen eine Höhe von 25 Pixeln haben, eine Line-Height von 25 Pixeln, damit die auch alle gleich hoch dann da dargestellt werden und der Text in der vertikalen Höhe zentriert wird. Wir wollen den Text nicht mehr zentriert ausgerichtet, sondern left, und wir wollen alle Borders wegnehmen. Dazu vielleicht ein kleines Wort. Ihr seht ja schon, wenn wir uns das hier angucken, dass er jetzt die Formatierung für alle Listenpunkte weiternimmt. Das heißt also zum Beispiel auch die Borders. In diesem Fall müssen wir dann dafür sorgen, weil wir hier oben ja eine Border gegeben haben, dem Listenpunkt, müssen wir hier unten dann sagen, dass wir erstmal die Border nicht möchten und explizit sagen wir dann wieder, also wir schalten erstmal alle Borders aus und die werden ja von oben nach unten gelesen. Das heißt, wir setzen danach einfach dann nochmal eine Border Bottom, die dann quasi das hier wieder überschreibt und dass wir dann unten eine schwarze Border angezeigt bekommen. Wir gucken uns das an, wie es aussieht. Und jetzt sieht das Ganze erstmal so aus, denn das Hovern ist immer noch grün, das ändern wir gleich. Also wie gesagt, wir haben jetzt innen drin dann quasi die Hintergrundfarbe weiß, schwarzen Text, eine schwarze Border und damit haben wir das Größte dann hier schon mal gemacht. Wir gehen jetzt nur noch mal hin im Endeffekt und setzen jetzt hier noch einen Hover-Status für die zweite Ebene und dem geben wir dann diese Farbe gelb und eine andere Schriftfarbe. Gucken wir uns das eben an. Zack. Und damit haben wir das meiste eigentlich gemacht. Eins müssen wir noch beachten, weil jetzt haben ihr seht das hier nicht so richtig, die haben jetzt eigentlich, dieser hat hier auf der linken Seite noch eine Border und der hat auf der rechten Seite noch eine Border, die da nicht hingehört. Die müssen wir über die Anweisung First Child und Last Child rausnehmen. Das kommt hier wieder in die erste Ebene rein. Das heißt also, wir geben dem ersten Kind der LI keine linke Border und dem letzten Kind der ersten LI keine rechte Border. Die fallen dann damit weg. Ihr werdet das jetzt kaum sehen, weil die sind auch so jetzt im Design kaum aufgefallen. Ihr habt gesehen, wie das kurz zusammengerückt ist. Das heißt also nur noch, hier diese inneren Punkte haben auf beiden Seiten eine Border. Dieser hat keine linke Border und der hat eben keine rechte Border. Und damit ist eigentlich die Navigation dann schon gebaut. Die sieht halt eben jetzt nicht ganz exakt genauso aus wie die Germanwings Navigation. Aber ich denke, mit dieser Anleitung könnt ihr euch das Ganze jetzt selbst zusammenbauen. Zum Beispiel diesen Hover-Status oder eben das, wenn man hier einen Active-Menüpunkt hat, dass der dann dick angezeigt wird und so weiter und so fort. Das lässt sich ja jetzt aus diesem Beispiel weiter adaptieren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt. Ihr bekommt von mir natürlich jetzt begleitend zu diesem Tutorial dann auch noch einen Download, wo ihr die dazugehörige CSS-Datei findet und auch die HTML-Datei, so dass ihr das Ganze dann komplett nachvollziehen könnt. Ich hoffe, ihr habt weiterhin schöne Weihnachten, könnt mit diesem Video was anfangen. Lasst mich das wissen in den Kommentaren und ich wünsche euch dann noch ein paar geruhsame Tage und bis demnächst. Ciao!